Hallihallo, hier ist wieder euer Darth Steffen Zock zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft auf der PS4. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir machen auch gleich einmal weiter und bauen unseren Baumwipfelpfad weiter, wo ich ja noch einiges zu bauen habe. Achso, ich wollte da hinten nur noch eine pflanzen. So eine drüben Baum. Also mach ich mal nächstes Mal dann. Vorerst einfach mal hopp. Ich werde erstmal hier die Plattform weiter bauen. Dass ich das hier mal erstmal so weit hinbekomme, was das angeht. Weil ich möchte ja hier erstmal wenigstens bei dem Baum die Plattform soweit dann fertig haben, dass ich dann nach da drüben bauen kann. Und die Plattform werde ich auch gleich mal ein bisschen breiter bauen, dass ich hier drauf wieder meinetwegen ein paar Bänke bauen kann, wo man sich dann hinsetzen kann und die Aussicht genießen kann, hier auf den See zum Beispiel. Dann baue ich mal hier noch mal ein paar ran. Ich hoffe mal, dass die Lautstärke der Musik okay ist und nicht so laut ist, dass sie mich übertönt. Das wäre natürlich dann blöd. Ist immer ein bisschen schwierig, das auszubalancieren, wenn man das extern aufspielt und nicht intern oder anbaut oder einbaut in die Videos. Das ist dann immer ein bisschen kompliziert. Aber ich hoffe mal, dass die Lautstärke so passt. Soweit. Gut, wir brauchen die Fahrt jetzt weiter. Ich würde sagen, ich baue ihn mal hier so schräg weiter. Erstmal 3 breit fürs Erste. Aber am Rand lang, neben der Farm, nicht über der Farm lang, da man immer eine schöne Aussicht auf die Farm hat, zum Gucken. Die soll ja da bleiben, die Aussicht. Ich würde sagen, bis hierher. Und dann bauen wir mal hier wieder in der Dreierbreite weiter. Schau mal, wie weit wir nach hinten gehen. Ich habe vielleicht gedacht, so bis kurz vorm Haus und dann kurz vorm Haus rüberwärts, eventuell oder über ein Haus entlang. Das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, wie ich es mache. Ich werde einfach mal schauen, dass es so einigermaßen klappt, wie ich es mir denke und erhoffe. Es soll ja, wie gesagt, auch schön aussehen und nicht scheiße. Jetzt würde ich sagen, warte mal, wo haben wir das Haus? Da. Da ist die Form. So, jetzt bauen wir hier auch rüber. So. Halt, bep. Und so und so. Und dann so. Wie gesagt, immer, dass wir nur eins so haben, so einen Pipsel, nicht zwei, dass das einigermaßen leicht symmetrisch aussieht. Es reicht ja, wenn es so leicht symmetrisch ist. Es muss ja nicht perfekt symmetrisch sein. Das verlangt ja auch keiner hier. Und was? Ich will alles leer. Nee, wollte schon sagen. So, was zu sagen ist, das ist schon alles leer. Da hätte ich aber jetzt gestaunt. Ich hatte doch so viel. So, weiter geht's. Mal sehen, wie weit ich noch reich mit dem Holz. Ich hoffe noch natürlich relativ weit. Wäre zumindest sehr schön. So, bis hier. Jetzt können wir. Ja, wir können ein bisschen rübergehen, würde ich sagen. Ja, können wir machen. Warte mal, hier muss noch einer ran. So. Da war eine
relativ gute Breite hat, dass man da schön langlaufen kann, ohne der Gefahr, dass man gleich runterfliegt und sich mault. Weil das wäre dann auch blöd. Darauf habe ich auch keine Lust, mich ja ständig aufs Maul zu legen, auch wenn es nicht gerade tief runter geht. Von der Höhe her ist es gar nicht mehr so hoch. Da hinten muss man gucken, dass ich da irgendwie noch einen Baum pflanze, der da hochwächst am Rand, dass ich doch irgendwie eine Plattform an die Ecke bauen kann, an die Ecke. So, damals Haus. Und ich könnte eventuell da an der Ecke, könnte ich doch eine hinpflanzen. Einen Trubenbaum. Das müsste eigentlich passen. Wenn ich das denn so baue. Ja, da genau in der Ecke mache ich ihn hin. Ja, es dürfte theoretisch klappen. Wie ich es mir vorstelle. Da baue ich aber nur bis hierher. Da kommt dann der Trubenbaum hin. In der Hoffnung, dass der auch was wird. Da kann ich hier nochmal eine Plattform ranbauen. Eventuell den Eingang ins Haus rein. Mal schauen, ob das klappt. Dann werde ich eventuell versuchen, hier noch einen Trubenbaum zu pflanzen. Dann mache ich einfach da Dings hin, Erde und pflanze ihn da hin. Das müsste eigentlich gehen. Ich hoffe zumindest. Da von Haus aus dann, von der Plattform, gehe ich dann hier wieder quer rüber, würde ich sagen, zu der hier. Eventuell. Muss ich mal schauen, ob das so klappt. Ich würde halt einfach so einen Baumwürfel vor dringend um die Form haben. Da man schön auf die Form gucken kann. Und schön auch Aussicht aufs Wasser hat. Aber hier muss ich halt gucken, wie ich das mit den Zäunen mache. Hier wird es teilweise etwas eng. Da muss ich echt gucken, wie ich das mache. Ob ich den einfach so offen lasse, ohne Zaun. Ist zwar dann gefährlich, aber dürfte, denke ich mal, gehen. Ich hoffe es einfach mal. Wir werden es einfach mal riskieren, wa? Wir riskieren es einfach mal. Aber jetzt erstmal schnell pennen gehen, bevor wieder hier Creeper und Co. kommt. Oh. Oh. Ja, hier sind schon zwei. Na, kommt her! Los! Legt euch ruhig mit mir an! Ich bin stärker, ich hab ein Schwert, ihr Penner! Zieht ab! Und lasst mich schlafen! So! Geht doch! Ich hasse solche Hausfriedensbrecher, ey! Die denken auch immer, die können einen hier einen Schlaf berauben, ne? Dein Flitzpiepen! Oh, da ist ja noch einer! Kriegt mich eh nicht. Kann mal schön abziehen. Oh, da wachsen schon die ersten. Sehr schön. Bep, weg damit. So. Kommt denn der her? Nee. Sehr schön, dass er nicht hinterher kommt. Bin ich sehr zufrieden. So, einfach nur so als Markierung, wo ich die hinpflanzen kann oder hinpflanze, wenn ich wieder neue habe. Aber die nächsten Setzlinge gehen erstmal mit zu meinem Baumwipfel fort, dass ich den da erstmal schön machen kann. Weil, wie gesagt, ich brauche mindestens einmal wieder 4 Setzlinge, um einen neuen Baum zu pflanzen. Ich brauche 2 Bäume. 2 Trubenbäume, 2 große. Also bedeutet es, dass ich 8 Setzlinge brauche. Na gut, probieren wir unser Glück, ob wir 8 rausbekommen irgendwie. Daher baue ich einfach mal hier welche ab aus dem Baum. Und dann ist eigentlich mein Baumwipfelfahrt auch schon wieder so weit wie fertig, was das angeht. Da könnte ich im Prinzip schon bald das nächste Projekt anfangen.
Ist in der Aufnahmesession werde ich das natürlich nicht ganz schaffen. Aber in der nächsten eventuell, dass ich den Baumwischenpfad dann fertig habe. Wäre zumindest schön und cool, wenn ich das schaffen würde in der nächsten Aufnahmesession. Es sind ja wie gesagt immer 3 Folgen, die ich aufnehme am Stück. Und jetzt bin ich ja schon gerade in der zweiten. Und habe gerade mal 1 Setzling. Und ich brauche mindestens 8 Stück. Eieiei. Ich glaube, die werde ich nicht ganz rausbekommen hier. Was das angeht. Da ist das Glück, glaube ich, nicht ganz so auf meiner Seite. So. Nee, sieht nicht so gut aus. Jetzt habe ich aber 2 Stück. Fehlen mir immer noch 6. Verdammt. Naja, das Glück ist nicht immer auf einer Seite von einem. Man kann nicht immer das Glück haben. So ist das halt mit dem Glücksspiel. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Wenn es so wäre. Bei mir ist es immer eher Pech in der Liebe, Glück im Spiel. Wenn es einfach mal so als Spaß nimmt. So, jetzt habe ich 4. Habe ich wenigstens. Au, ups. Das war mein Headset. Das habt ihr vielleicht gemerkt. Gut, einen Baum hätte ich schon mal zusammen. Ein droben Baum. Immerhin einer. Ich wünschte, es wären 2, ja. Aber den kriege ich wahrscheinlich nicht zusammen, den zweiten. Zumindest nicht ganz. Hopp. Der noch und der noch. Bäm. Da kam keiner raus. Na gut, egal. Das ist Wurst. So. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich die Pflanze. Der eine muss ja direkt hier an die Ecke. So hier. Dass der was wird. Hatte ich Bounce Mail? Nee. Anscheinend nicht. Egal. Vielleicht haben wir gleich mal welches. Ich bepflanze einfach mal hier das Feld neu. Und nehme mal dann die restlichen Setzlinge. Um meinen Komposthaufen zu machen, weil da kriege ich dann den Setzling raus. So. Haben wir da noch ein paar? Nee. Da kommt hier her, da kommt auch noch dahin. Das auch. Böp, das auch. Na gut, das wird vielleicht nicht so für viele reichen. Gerade mal einer vielleicht. 2. Naja, 2. Hätte mehr sein können. Ich brauche 4. Rote Betesamen, Karaussamen. Ach komm, gibt es ein Moritz mehr? Die geben eh nicht viel. Da verbaue ich den Morim hier noch rein. So. Shit, komme ich nicht ran. Mist. Jetzt.
Was opfere ich noch? Rote Beete, komm, ich opfere noch rote Beete, die Hälfte, was soll's, scheiß drauf. Boah. Brauchen wir da viel? Die Hälfte von Opfern? Dafür würde nicht gehen, oder? Nee, geht nicht. Da dachte ich mir fast. Na gut. Aber an der Stelle werde ich erstmal die Folge beenden. Denn die Zeit ist schon wieder ran. Ich hoffe natürlich, dass ihr wieder viel Spaß hattet beim Zuschauen und beim nächsten Mal dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft auf der PS4 mit und von eurem Da Steffen zockt. Lasst auch gerne ein Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, schaut auch gerne am Samstag zur nächsten Folge wieder vorbei. Würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut. Und ja, bis dahin wünsche ich euch natürlich noch eine schöne Zeit. Lasst euch nicht ärgern, bleibt immer gesund. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Das Steffen zockt. Ich sage nun ciao, ciao, ciao und bis die Tage.